So, willkommen im zweiten Video von Splinter Cell, wollte ich gerade sagen. Von Sniper Elite V2. Ich glaube, dies hier wird einfach nur ein kurzer Part von dieser Herausforderungsnummer. Weil, ich werde nicht mehr lange überleben, sind wir mal ehrlich. Für die Scheiße, die ich hier abziehe. Oh, 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 oh. Schön ist, dass man durch diese Bullet Time auch sehen kann, falls Feinde direkt hinter dir stehen. Alter. Die tötet auch mit einem Schuss. Aber... man kann natürlich nicht so geil damit schießen. Los, auf den Kopf! Geht doch. Bang! Ja, den haben wir auch noch. Geht mir ja ein bisschen auf den Sack, Leute. Granate. Fuck, falsches Gewehr. Ich kann es auch nicht mehr so ganz ruhig halten gerade. Ich glaube, mein Typi ist ein bisschen aufgeregt. Warum bloß? Zweiter Weltkrieg? Boing. Wo kam gerade der Schuss? Ich will mal wieder ein X-Ray. Ich will mal wieder was von innen sehen. Boing. Na, wer von euch beiden? Ich schieße einfach mal so quer durch den Wald. Nein, beinahe hätte ich den zweiten auch erwischt. Habt ihr das gesehen? Zeig dich. Ich will immer so ein bisschen vor den Zielen. Vor den Idioten hier so, dass sie reinlaufen in den Schuss. Nachladen. Und dir schieße ich in die Eier. Geh auf. Schön hin. Oh, das waren die Beine. Man kann die Leichen auch durchsuchen. Habe ich eine Landmine gefunden. Ich bräuchte mal wieder eine neue Position. Mal wieder hoch ins Haus. Das Miese ist, die spawnen auch hier mitten im Haus, ne? So, wo habe ich denn meine Landmine? 7. Habe ich noch irgendwie sowas in der Art? Nö. Da sehe ich gerade niemanden. Jetzt kommen welche hoch. Oh, da ist die Landmine explodiert. Na, will da noch einer hochkommen? Volle Munition. Ah, leider keine Landmine bei sich.
Bam! Alter, komm her. Ja, geht doch. Von wo wird geschossen? Von wo wird hier geschossen? Na los, komm. Irgendwo aus dem Haus. Da. Oh komm, lauf doch da rein. Okay, der ist unfähig. Irgendwo da noch. Da. Es hat ein bisschen was vom Morgen gerade, ne? Also. Oh, jawohl. Dahinter ist noch einer. Da hinten rennt einer. Da. Oh. Oh. Jawohl, jetzt gleich zweimal hintereinander. Sauber. Wo wird noch geschossen? Oh, das kann... Nein, den da hinten nicht. Doch, er ist angeschossen. Alter, komm her. Kann, irgendwo kann man auch markieren, habe ich... Habe ich gelesen. Man kann Gegner markieren. Ich weiß nicht... Wie. Also ich stelle mir das ähnlich vor, wenn ich da markieren lese, denke ich natürlich an Battlefield. So, da ist doch irgendwo einer lang gelaufen, den habe ich doch gesehen. Da. Ich will deine Landmine, deine Granate nochmal hochjagen. Unten, hä? Was ist mit dem passiert? Alter. Mal nach hinten gucken, alles cool. Da war doch gerade was. Ich verstehe es auch nicht, wenn es so viele Gegner sind. Warum die? Jetzt aber beide, komm. Sanitäter, ich helfe dir. Bam. Oh, nee, doch nicht. Irgendeiner rennt hier unten lang. Ah, da sind noch zwei da hinten. Erstmal die wegcashen. So. Oh, ist das pervers, ist das pervers. So, los, komm. Der Hals. Oh, ich sehe gerade, ich habe mir gar nicht mehr die Uhr gestellt. Scheiße. Oh, ich brauche Munition. Ich brauche Muni. Ich würde sagen, wir machen hier einfach einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück beim dritten Video von Sniper Elite V2 Herausforderung. Geht doch. Er ist hier. Oh! Nein!
Oh Mann, 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 oh Mann. Oh Gott, vielleicht war es das jetzt auch einfach. Oh, scheiße, vom Dach gefallen. Egal, dieses Video war jetzt nicht so lang. Vielleicht kann ich das auch noch bei Video 2 mit ranschneiden. Vielleicht auch nicht. Ist ja auch egal. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in den Herausforderungsmodus von Sniper Elite 2 hat euch gefallen. Und ihr freut euch jetzt schon, genauso wie ich, auf das vollwertige Let's Play. Also Leute, haut rein und bis dann. Ciao, ciao.